Wir haben erlebt, was nach Fukushima passiert ist in Deutschland. Es wurde behauptet, wir würden jetzt auf Atomausstieg umschalten. In der Realität muss man sehen, es ist im Grunde nur umgesetzt worden, was der alte Atomkonsens beinhaltet hat. Das heißt, es sind 8 Atomkraftwerke abgeschaltet worden nach Fukushima. Das wären sie sowieso. Und noch immer sind 9 AKWs in Betrieb, die allerdings zum Teil länger, als es ehemals vorgesehen war. Das ist eine Mogelpackung per se gewesen. So, und wir haben dann feststellen müssen, dass mit Gronau eine Anlage völlig ausgeklammert wurde aus dem Atomausstieg. Da hat niemand hingeguckt, da haben alle gesagt, ach, das ist irgendwie ein anderes Geschäft. So, und das lassen wir nicht zu. Wir wollen erreichen, dass diese Anlage in Gronau quasi als Gradmesser für die Ernsthaftigkeit des Atomausstiegs angesehen wird. Und daran arbeiten wir, da knüpfen wir an. Insofern sind wir dankbar, insofern sind wir auch hier an die vorzügliche Arbeit, die hier in den letzten Jahren von den lokalen Initiativen gemacht wurde, von SOFA, von AKU, von anderen Gruppen hier aus der Region Münsterland. Wir haben da sozusagen eine schöne Grundlage. Und es ist eben gesagt worden, es muss gelingen, die Risiken, die Gefahren, die mit dieser Anlage in Gronau verbunden sind, und das ist international ein Riesennetzwerk, die wollen wir bundesweit bekannt machen, und deswegen knüpfen wir hier auch an die lokale Arbeit an und versuchen, das zu verstärken, dass es bundesweit gehört wird. Robin Wood und andere Initiativen sammeln hier Unterschriften gegen die Urananreicherungsanlage in Gronau. Hier am Stand und bei den vielen Aktiven, die hier rumlaufen, kann man unterschreiben. Die Unterschriften sollen dann in die Regierungsbildung nach der Wahl einfließen, um von der neuen Regierung zu fordern, dass die Anlage stillgelegt wird. Verbunden aber mit der Drohung, wenn Gronau nicht stillgelegt wird, steigen wir euch aufs Dach. Und darum haben wir hier hingestellt einen Kletterberg, wo jeder das aufs Dach steigen schon mal üben kann und sehen kann, Klettern macht Spaß. So, ihr wollt die Unterschriften der Landesregierung geben. Kann die Landesregierung denn überhaupt was machen? Atompolitik ist doch eigentlich, scheint es, Bundessache, denn auf Bundesebene ist ja im letzten Jahr darüber verhandelt worden. Ja, das sind die typischen Spiele, die wir in der Politik natürlich kennen. Die Landesregierung sagt, ja, das ist Bundessache. Röttgen sagt, ihm sind im Moment die Hände gebunden. Wir kennen das seit vielen Jahrzehnten. Das ist so, das ist das politische Alltagsgeschäft, und wir wissen eins ganz genau, der Druck muss von der Straße kommen. Dort müssen die Maßnahmen vorbereitet werden, damit die Politik dann irgendwann reagiert. So, für Nordrhein-Westfalen klipp und klar, dieses Land hat die Atomaufsicht, sie ist zuständig für die Sicherheit dieser Anlage. Und mir fällt immer ein, wenn wir darüber sprechen, der Betreiber selbst hat direkt unter dem Ereignis von Fukushima ganz offen zugegeben, diese Anlage ist nicht gegen Flugzeugabstürze gesichert. Wenn es dort zu einem schweren Brand kommt in dieser Anlage, dann werden die Behälter, die dort unter freiem Himmel lagern, wo das radioaktive Material drin liegt, nach einer halben Stunde platzen, die Radioaktivität, aber auch die Chemikalien da drin würden ungebremst an die Umwelt kommen. So, das wäre eine Katastrophe im Raum Gronau. So, damit ist die klare Botschaft, die der Betreiber gesagt hat, unsere Anlage ist nicht sicher. Nach Fukushima müssen wir genauer hingucken, was dort passiert. Und die Atomaufsichtsbehörde in Nordrhein-Westfalen lässt den Betreiber das sagen und macht nichts. Das ist atemberaubend, das ist grob fahrlässig. Diese Behörde hat den staatlichen Auftrag, für die Sicherheit der Menschen in diesem Land zu sorgen. Der Betreiber sagt, wir haben keine Sicherheit und die Aufsichtsbehörde tut nichts. Das wollen wir ändern. Eine neue Landesregierung wird zu spüren bekommen. Das ist hier in Gronau und in Münsterland vorbereitet. Das werden wir unterstützen und ausbauen. Die neue Landesregierung wird spüren, dass sie handeln muss und dass es nicht länger sein kann, dass solche unsicheren Anlagen betrieben werden dürfen. Ja, Robin Wood, Aktionstour gegen die Urananreicherungsanlage in Gronau. Man kann hier Unterschriften leisten zur Stilllegung der Anlage, die dann der neuen Landesregierung, mit denen dann der neuen Landesregierung aufs Dach gestiegen werden soll. Und das aufs Dach steigen kann man hier am Kletterberg auch dann gleich unmittelbar üben. So, ihr macht hier diese Aktionstour, Dirk, und eine Frage wäre ja noch, wenn man das ganz toll findet und Robin Wood praktisch unterstützen möchte und es jetzt aber zum Beispiel in Münster keine Robin Wood Gruppe gibt, was macht man dann? Ach, da gibt es viele Möglichkeiten. Genau, ich sage es mal ganz kollegial, hier in Münster ist eine hervorragende Initiative, mit der Robin Wood sehr eng zusammenarbeitet, wo ich vielleicht sagen möchte, die Grenzen zwischen verschiedenen Organisationen werden manchmal auch überschritten.
Also ich freue mich, wenn Menschen hier sich schlicht und einfach erstmal beim Sofa engagieren würden und damit eine tolle Politik, mit der wir eng verbunden sind, weiterentwickelt und stärkt. Das wäre ein guter erster Schritt hier vor Ort. Der zweite Schritt ist, wir sind in Regionalgruppen organisiert. Das ist die eine Ebene. Die nächsten Gruppen wären in Bremen, in Düsseldorf. Wir sind aber auch gern bereit, hier nach Münster zu kommen, um zu helfen, eine eigene Regionalgruppe zu bilden. So kann man mit uns Kontakt aufnehmen. Ich bin als Energiereferent ansprechbar. Wir sitzen in Hamburg. Es gibt einfache Kommunikationsmittel, E-Mail, Telefon und dann können wir darüber reden. Das ist die eine Möglichkeit. Wir haben zweite Ebene, das sind Fachgruppen. Wir haben natürlich auch zur Energiepolitik eine Fachgruppe. Auch hier kann man sich einbringen, wenn man, ich sag mal, vielleicht nicht unbedingt sich an ein Seil hängen will, jemand aufs Dach steigen will. Wir können auch fachpolitisch über Dinge reden, wie man Druck machen kann, wie Atomausstieg und Energiewende mit Inhalten untermauert wird. Auch das ist eine Form, mit der man bei uns auflaufen kann. Anruf in Hamburg und Ihnen wird geholfen. Danke. Robin Wood, Aktionstour für die Stilllegung der Uranfabrik in Gronau. Hier gibt es die Möglichkeit zu unterschreiben, damit die Unterschriften dann in die Koalitionsverhandlungen sozusagen eingebracht werden. Das Ganze heißt, Uranfabrik Gronau stilllegen oder wir steigen euch aufs Dach. Und dieses aufs Dach steigen kann man hier sich ganz unmittelbar angucken und selber üben mit dem Kletterberg, der hier steht. Und der steht da nicht nur für Kinder, sondern das können selbstverständlich auch Erwachsene mal ausprobieren, wie viel Spaß das macht. Wie viel das bringen kann, hat man am Montag gesehen, als 8 Kletteraktivistinnen einen Urantransport, Mülltransport hier bei Münster für 8 Stunden stillgelegt haben, blockiert haben. Klettern macht Spaß und ist effektiv, wie man sieht. Hier gibt es weitere Informationen am Stand und man kann unterschreiben und man kann klettern und in Kürze hier auch weitere Gespräche über das Mikrofon.